Jo, hi und herzlich willkommen hier zurück bei TL City hier mit der Spielpirat. So, ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben, ja, neben den ganzen Gerede um alles Mögliche. Natürlich aber auch hier mit den Kisten ausräumen, dass wir alles in das System reinkriegen. Und das machen wir gleich jetzt mal mit dem Import-Bus, den muss ich mir noch hier anlegen. Hoppala. Mal gucken, ob wir vielleicht noch gleich einen haben. Was werde ich denn sehen? Ja, so, wir hatten eben halt letzten zwei Folgen ja so ein bisschen Zuschauerfragen beantwortet. Und ich hoffe, dass es euch mal so einen kleinen Einblick in, ja, in mein Leben vielleicht gegeben hat. Aber das soll ja bitte doch nicht alles gewesen sein. Also, ihr dürft natürlich Fragen stellen. Ob ich darauf antworte, weiß ich nicht. Nein. Ihr dürft jederzeit Fragen stellen. Und dann gucke ich halt einfach mal, wie gut ich euch, ja, da meine Antworten liefern kann. Ein bisschen Personality herstellen, ne? Dass du so ein bisschen Bescheid wisst hier über den Piraten. Was der so macht und so weiter und so fort. Genau. Ja, das bin also ich. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr über mich? Oh, das sind so Fragen, oder? Was denkt ihr über mich? Uiuiui. Das sind so Fragen, da kann man philosophieren. Upsala. Ich wollte da. Ach Gott. Ich wollte das eigentlich stackweise machen. Zack. Jetzt dürfte die Kiste eigentlich schon fast leer sein. Ich liebe diese Technik. Diese Technik ist so phänomenal. Gut. Machen wir das nämlich hier auch nochmal. Einmal so. Und das Kabel dranlegen. Und dann müssen wir das auch wieder auf stackweise legen. Ja, genau. Stellt eure Fragen. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, jetzt geht's mal weiter. Also, was haben wir gerade vor? Ich habe jetzt die Glaskuppel fertig gemacht. Und möchte natürlich hier die Kisten wegkriegen. Vielleicht lasse ich diese Kisten, die da unten drunter sind, die ich da unten mal. Ist ja noch diesen einen Raum, den ich da unten habe. Vielleicht lasse ich den gerade mal einfach noch da, so wie er ist. Weil Schaden. Ja, weiß ich nicht. Schaden kann es jetzt gerade nicht unbedingt. Das ist ja eigentlich alles relativ human. So, machen wir auch hier wieder stackweise. Das macht er eben halt auch. Und ja, ich werde da hinten auf jeden Fall das noch ein bisschen begradigen. Vielleicht weiß ich nicht, ob ich das so ein bisschen reinbaue noch oder sowas nicht, dass es noch ein bisschen länger wird und ein bisschen mehr geflutet wird hier. Das mit dem Dach müssen wir uns natürlich auch noch beschäftigen, mit den ganzen Lampen. Hier drüben noch so einen besseren Übergang. Ich überlege, ob ich den Hügel wegmache, der da ist. Und den vor dem Baum, also da hinten. Ja, ich versuche es mal gerade so ein bisschen zu zeigen, dass ich hier den Hügel irgendwie so abflachen lasse und den Baum bis nach unten ziehe. Auf diese Ebene. Dann habe ich diesen hässlichen Übergang nicht mehr. Und ich glaube, dass es gar nicht so schlecht aussieht dann. Und der Baum ist dann auch vor allen Dingen in einer viel, viel angenehmeren Höhe vielleicht. Musste ich mal gucken. Irgendwelche Möglichkeiten werden uns dazu auf jeden Fall noch einfallen. So. Mal den mal hier ran. Der war auch voll gewesen. Okay. Und da können wir ja parallel schon mal die Kisten wenigstens abkloppen. Damit wir wenigstens wissen, was wir alles schon erledigt haben. Und dann steht der Stress hier echt nicht mehr an. Upsala. Und alles ist vor allem sauber im System. Und wir müssen hier nicht die ganze Zeit hin und her fliegen. So, müssen wir das hier nochmal gerade abbauen. Und weiter geht's. Ja. Erzählt mal so ein bisschen was von euch. Ja, ist denn von euch jetzt gerade noch jemand aktiver Let's Player, der ja sich da auch mit so ein paar Sachen beschäftigt? Was ich jetzt gerade hier baue, ist eigentlich egal, weil das ist total in die falsche Richtung gegangen, aber ich hoffe, das stört euch gerade nicht. So, ah, ich bin zu weit da. Habt ihr ein anderes Bild zum Beispiel von mir gehabt? Würde mich auch mal interessieren. Ich habe schon öfter mal gehört, dass sich der ein oder andere, ja, was anderes hinter mir vor, also, weiß ich nicht, vorgestellt hat, was ich wäre oder was ich bin oder keine Ahnung. Und ja, das sind ja auch immer so interessante Geschichten. Ist man anders, als man gesehen wird? Und wenn ja, ist das eigentlich schlimm? Also ich, zum Beispiel, ich hatte jetzt nicht von der besten Seite, ich sah halt, also muss man ganz ehrlich sagen, als ich hier mein Livestream gemacht habe mit der Facecam. Sind ja gesagt oder geguckt und gedacht, Alter, irgendwie hast du dich von einer ganz schön beschissenen Seite gezeigt.
Siehst du so wirklich aus? Ja, man guckt ja mal in den Spiegel und denkt sich so, Alter, man sieht doch gar nicht so aus, wie man da jetzt gerade auf der Facecam war. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenn's so gut. Warum lass mich jetzt mal hier vorbei, Mann? Und da war nichts mehr drin, da könnte ich also abhauen. Gut. Oh, hier ist auch nichts drin. Das ist auch hervorragend. Ach, gucke mal. Ja, hier ist noch was drin. Hier ist was drin. Da ist nichts drin. Ist da hinten was drin? Ach so, warte mal, da könnte ich ja mal gerade eine Runde hinfliegen. So, da ist was drinne, da ist was drinne, da ist was drin. Okay. Ich muss mal gerade was runterregeln hier, Leute, passt mal auf. Quietsch und so weiter. Ich habe meine Heizung mal runtergedreht, weil die gerade angefangen hat zu blubbern. Alter, du nervst mich jetzt gerade ein bisschen. Tut mir leid, da ich das so sagen muss, aber du bist gerade total nervig. Gut. Ja, ist es schlimm, wie man ist? Also sprich, ja, weiß ich nicht. Gibt es da so Leute, wo man sagt, nee, Alter, dann mach's lieber nicht. Also, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt nicht gerade der, sorry für den Begriff, Pornodarsteller ist, ja, also derjenige welche, der halt vernünftig aussieht oder ich meine, gepflegt seine, ja, aber das muss auf jeden Fall sein. Aber wenn man jetzt nicht, weiß ich nicht, 100% der Brad Pitt unter den Let's Playern ist oder sowas in der Richtung, ja, ist das schlimm, wenn man denn trotzdem eben halt Mut zeigt, auch mal eine Facecam zu machen, damit man halt auch mal, naja, vielleicht gesehen wird oder sowas in der Richtung, damit sich Leute auch mal ein Bild machen können. Warte mal, ich muss hier irgendwie anders, ach Gott, komm jetzt so ran. Oh, jetzt gehen wir nicht auf den Zeiger, mal ganz ehrlich. Ist das schlimm? Oder ist es eher eine Sache, wo man sagt, ey, ist doch super, dann lernt man den wenigstens mal kennen. Also ich meine, ja, ich habe öfter gehört hier, boah, komm, ich habe mir das anders vorgestellt oder so. Dann fragt man sich auch, okay, du hast jetzt, also keiner sagt, wie sich jemand einen vorgestellt hat, ja. Kann man ja auch immer schlecht beschreiben, aber ich habe mir auf YouTube die Leute auch immer alle anders vorgestellt, als sie wirklich ausgesehen haben. Ja, also gibt es da denn so einen 0815-Typ, wie man immer aussehen muss? Ja, so vom Aussehen her, von der Charakterisierung, von der Symmetrie, von allem irgendwie. Und das sind so eine Sachen, wo ich frage, sollte man sich denn eher verstecken? Sollte man sich trotzdem zeigen? Wie doll darf man sich überhaupt Sachen zu Herzen nehmen? Weil es ist ja auch nicht immer einfach, wenn man dann halt irgendwelche blöden Sprüche an den Kopf bekommt oder sowas in der Richtung. Oder allein schon nur die Aussage, ich hätte mich der anders vorgestellt, impliziert ja eigentlich schon, also so 100% entsprichst du gerade so nicht meinem Typ. Zumindest kann man sich das einbilden. Ja. Man muss ja auch nicht jedem seinem Typ sein oder man muss ja nicht weiß ich was hier sein, aber jeder hascht sich doch vielleicht die Hoffnung eines Komplimentes oder einer, ja, wie soll ich sagen, ja, eines Lobes, einer Anerkennung eben halt, wie man halt ist, ja. Da hat doch jeder ganz andere Grundvoraussetzungen, wie er nun mal, ne, das muss man wirklich nicht sein, wie er halt so geworden ist, wie er ist, was er für Möglichkeiten hatte vielleicht. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der gehänselt wurde in der Schule und der versucht sich jetzt gerade so ein bisschen mit YouTube oder so zu profilieren und stellt fest, dass er hier wahrscheinlich genauso gemobbt wird, wie es halt auch schon damals war oder so. Also gemobbt nicht, aber vielleicht erfährt er nicht die Anerkennung, die er sich gern wünscht. Das können natürlich auch Faktoren sein. Wo ich mich mal frage, ja, gibt es halt also wirklich Grenzen, beziehungsweise halt, wenn es Grenzen gibt, warum gibt es die Grenzen? Muss es die Grenzen auch wirklich geben? Und ja, doch, das sind eigentlich Fragen, die mich wirklich interessieren. Also, relativ viel das Thema, ich will jetzt auch gar nicht hier irgendwie totquatschen oder sowas in der Richtung, weil die Gefahr rutscht gerade in diese Richtung. Aber sagt mir mal bitte eure Meinung dazu, wie ihr das so findet, ja? Zu diesem Thema. Und wenn ihr einfach schon vergessen habt, was ich am Anfang gesagt habe, dann einfach nochmal das Video von vorne angucken. Es ist wichtig, so.
Ja, der Pirat hier, der will die ganze Zeit nur und so weiter und so fort. Genau das will ich. Bruce Willis wollte es auch. So, warte mal, hier ist mein. Wo ist mein. Da ist er. Da war er. Und da wird er immer sein. Nein. Stackweise. Hervorragend. Bist du fast alle? Du bist fast alle. Gut. Können wir schon wieder abfangen hier. Also, ich finde diese Methode. Jetzt soll jetzt mal einer sagen, warum jetzt hier gerade ein Monster verbrennt. Ich wüsste nämlich jetzt gerade nicht warum. Weil eigentlich bin ich doch rechtzeitig schlafen gegangen, oder? War das nicht so? Ah, keine Ahnung. Vielleicht eben Teil der ganzen Konstruktion hier, dass es irgendwo gerade einen blöden Schatten gibt. Und das hat irgendwie gerade nicht ja, so gut gebaut ist oder sowas in der Richtung. Ich fliege hier gerade mal hoch. Ich hoffe. Oh Gott, ich hasse es. Mit dem Jetpack zu landen, ist in meinen Augen teilweise immer noch eine Qual. So. Bauen wir das mal hier runter. Und dann wählen wir hier auch nochmal stackweise aus. Und hier sind wir schon wieder einen Schritt weiter, eine Doppelkiste. Gucken wir einfach mal. Genau, auf eure Kommentare bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Sagt mir da mal auf jeden Fall Bescheid. Interessiert mich definitiv. Ist für mich so ein brandaktuelles Thema immer noch nach wie vor. Und ja, vielleicht natürlich auch. Und das sind so Sachen. Ja, denkt immer noch dran. Ich interessiere mich auch noch über andere Themen oder für andere Themen. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann einfach posten, wa? Nichts ist schlimmer, als wenn eure Fragen ungesehen bleiben. Und ich sag mal so, solange ich jetzt eben halt noch nicht die 100, 200, 500 oder 1000 Kommentare unter jedem Video habe, ist es halt auch möglich, auf verschiedenste Sachen einzugehen. Die Frage ist zum Beispiel auch, macht es einen Unterschied, rein nur von der Beantwortung der Fragen her, ob sie ein großer beantwortet hat oder ein kleiner YouTuber? Beziehungsweise halt mittelmäßig, klein, groß, mittelgroß oder was auch immer. Es sind ja letztendlich, sind das ja auch nur, ja, ein und dieselben Fragen irgendwie, die, ach komm jetzt, die man ja irgendwie stellt. Und, ja, sagt mal Bescheid, wie es da so bei euch ist. Meint ihr wirklich, dass es da einen großen Unterschied gibt? Sollte es einen Unterschied geben? Beziehungsweise, warum gibt es diesen Unterschied? Wäre ja auch nochmal wichtig. Nimmt man also einen großen YouTuber viel mehr voll? Oder ist es halt einfach nur, weil man die Frage von einem YouTuber be beantwortet bekommen hat, der halt Fame ist irgendwo? Ja, das sind so. Ja, doch, 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 das ist ein guter Gedankenansatz, auf jeden Fall. Das ist eine Sache, die er da gerne mal beantworten könnte, wenn er wollt. Da gehen wir auch mal gerne drauf ein. Also, wenn ihr gerade zu diesem Thema auch nochmal was Interessantes zu sagen habt oder so, gerne. Ja, haut auf jeden Fall die Kernfragen raus. Kann gar nicht schaden, da einfach mal einmal zu viel drüber gesprochen zu haben. Also zu viel geht sowieso nicht. Ja. Gut, was ist das hier? Habe ich ein Kabel jetzt gerade dahinter gelegt? Sehr hervorragend. Ja, ich will es jetzt gerade nicht anders abbauen. Echt jetzt? Dass es so lange dauert, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber egal. Gut, dann bauen wir die Kisten hier auch noch ab. Und soll es jetzt echt schon soweit sein, dass wir meinetwegen schon hier unten. Ups, naja, egal. Ist ja der Vorteil in diesem System. Da fliegt nichts irgendwie doppelt und dreifach durch die Kurve. Es geht einfach zielgerichtet alles ins System rein. Und das ist eine Sache, die mir an diesem RME-System so klasse gefällt. Okay. Wie sieht es da aus? Ich glaube, ich mache das jetzt mal so. Ich schließe das hier an. Lasse das deckweise rausführen. Und fülle die ganzen Sachen, die wir hier nochmal drin haben. Irgendwie, weiß ich nicht, alle in diese Kiste hier. Dann brauche ich nicht laufen, hätte ich von vornherein eigentlich schon fast machen können. Aber gut, so muss ich jetzt die ganze Zeit klicken, was ich vorher nicht unbedingt machen musste. Obwohl, hier lohnt sich es eigentlich. Ach, ich weiß es nicht. Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. Scheißegal, Leute.
Irgendwie ist es auch egal, was man macht, Hauptsache man macht es. Wir füllen jetzt hier gerade nochmal die Kisten weg, dann haben wir sie nämlich weg. Und auch wenn es jetzt gerade nochmal ein bisschen Geklicke bedeutet, aber ich denke, so ein heimliches Klicken, so viel wir es früher einfach mal ursprünglich hatten, gehört auch zum Leben dazu. Ja, ihr wollt doch wissen, wie ein Let's Player-Leben so ist. Let's Player-Leben ist so, man macht sich immer Gedanken, wie die anderen einen sehen. Krass, oder? Sollte man das wirklich tun? Das ist eigentlich so eine Sache, die man im wahren Leben ja gar nicht machen sollte, sich Gedanken zu machen, wie andere Leute einen sehen. Aber gerade wenn man sich halt selbst, ja, jetzt überspitzt gesagt, verkauft, in Form von Videoproduktion, hier geht es um Abonnenten, ja, aber nicht nur um Abonnenten im Teil, hier geht es um die Qualität der Videos, wie kann man sich steigern, wie kriegt man es hin, dass man mehr gesehen wird. Wann gibt man den Leuten einen Anreiz, dass man geteilt wird auf YouTube, ne? So eine Geschichten halt. Oder wer eben halt meinetwegen auf Facebook oder Twitter eben halt postet, Alter, hier guck mal, ich habe das Video gerade gesehen. Ich kommentiere gerne oder sowas in der Richtung. Wer lässt zu, dass andere Leute sehen können, wem man positiv bewertet, beziehungsweise wo man einen Kommentar gelassen hat, was für einen Kommentar man geschrieben hat. Das sind ja alles Möglichkeiten, um einen YouTuber nach vorne zu bringen. Also zum Beispiel, wenn jetzt wirklich alle Leute sagen würden, okay, jeder kann sehen, ja, jeder, der auf meinem Kanal ist oder sowas, wen ich, bei wem ich jetzt halt meinetwegen positiv bewerte oder wen ich halt kommentiere und sowas, da würden halt immer mehr Feeds, immer mehr rausgeschmissen werden. Das ist natürlich auch enorm für Abo-Boxen und Co., aber immer mehr Leute könnten eben halt sehen, wen man sich halt angeguckt hat, wo man aktiv mitgemacht hat und so weiter. Und das sind natürlich auch Gedanken, sind was geschafft hier, oder? Die sich endlich auch lohnen. Ja, man könnte eben halt weiter wachsen. Und meines Erachtens ist es so, je größer man wird, je mehr Möglichkeiten oder desto mehr Möglichkeiten hat man natürlich auch, gestalterische Fähigkeiten, ne? Eigenschaften etc. zu machen. Man kann über mehr Themen reden, man kann dies machen, das machen, zumindest kriegt man mehr Vorschläge. Das sind alles Sachen, die gar nicht so unwichtig sind. Super, dann gehen wir beim nächsten Mal, glaube ich, hier an diese ganze Geschichte noch ran. Dass wir hier diesen Raum fertig kriegen, aber wenn wir erstmal dieses Grundgerüst haben, wo hier die Glaskuppel steht, dann können wir auch vernünftig einen Boden legen und uns aussuchen. Und dann, denke ich mal, sind wir auch richtig glücklich. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, liebe Grüße und denkt an eure Fragen. Euer der Spielpirat.